Hi und willkommen zu einer weiteren Runde von Alien Rage. Wir laden hier unsere Waffe nach und wisst ihr, wenn wir jetzt etwas tun, bricht die Hölle los. Doch nicht? Okay. Ich wollte gerade Angst bekommen, dass hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Spawnpunkte wieder aktiviert sind. Und wir vernichtet werden. Aber so ist es nicht. Und das natürlich. Du. Kleiner Mieser. Hier ist nichts. Sind wir jetzt im Bohrer? Wahrscheinlich nicht. Alter. Das war knapp. Komm doch. Guck mal, wer tot ist. Du. Natürlich ist mir klar, dass hier sicherlich mal wieder irgendwo rote Tonnen sind. Nicht? Mann. Dann eben nicht. Auf jeden Fall, wir haben noch die Hälfte übrig von unserem Gewehrchen. Benutzen die Vorus menschliche Waffen? Oder kommt nur mir das so vor? Oder benutzen wir Vorus Waffen? Das sah gerade aus, als hätte sich hier einer versteckt. Hier ist das Bohrköpfchen. Und Lock Time. UE Brass arrived today, which means a whole bunch of army ships and a Colonel Peyton put in charge of the negotiation. It's been 3 months since we started to integrate Boris Tech into our own. We now have a fully functional mine and refinery, which processes NX-01 into its fullest, most atomically dense state. We're gonna take the Boris up on their offer then, I guess. Peyton wants the senior facility staff to attend a meeting at 1600 hours to discuss orders from Earth. I wonder what they'll cook up this time. So wie es hier ausgegangen ist, nach einer Weile bestimmt nichts Gutes. Weil irgendwie muss sich doch die gesamte Konflikt hier entzündet haben. Ah, wieder so einer. Kann doch nicht wahr sein, dass du nicht so einen scheiß Soldaten erschlagen kriegst. Und ich glaube, ich tausche hier diese andere Schrotflinte. Wo war die denn? Nein. Ja, die war das. Mal gucken, wie ich dem Borussia Mönchengladbach jetzt zusetzen kann. Gut, hoffentlich. Weil es ist immer wieder schön. Na kommt. Na los, schnapp mich. Schnieschnar, schnapp mich. Kannst ja nicht, wenn du tot bist. Und, wo tauchen die... Wo tauchen die Russen wieder auf? Keine Ahnung, ob man das gescheit so nennen darf. Gut. Jetzt habe ich die Granatwerfer einmal erstmal zur Hölle geschickt. Komm raus, wo immer ihr seid. 1, 2, 3. Fuindrat kommt vorbei. Schön. Dafür habe ich Granaten gebraucht. Und mal sehen. Hier ist das Bohrköpfchen.
das wir gleich vernichten müssen. Ach ja, wie gut, dass ich jetzt diese Schrotflinte wieder habe. Das war wirklich ein Gewinn, dass ich sie jetzt wieder benutze. Warum ist das rot? Naja, aber jetzt ist es wieder blau. Da grunzt doch was. Na komm, 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 komm. Ich warte. Keine Ahnung, was das werden soll. Hi. Oh, bitte. Na los, komm doch. Greif an. Das wird wohl nichts. Haha. Ich weiß, man soll nicht zu bösartig sein, aber mit solcher Waffe bin ich trotzdem viel gemeiner. Ja, aber erst einmal ein paar Vorrisse verkloppen. Oder wetten Sie, lassen mich das machen? Dann tauchen Sie auf. Tell you what, I'm gonna hit these keys at random. And now you trigger the defense mechanism. I missed the time. So you just typed in run and it did. Heads up, turrets. Hmm. Natürlich muss ich mittendrin. Na also. Da ist ja noch einer. Muss schön aufpassen. Wie viel frisst das denn? Zu viel. Hä? Was schießt mich denn hier mit Granaten an? Geht doch. Ich guck mal, ob ich das so kann. Jetzt greift doch endlich an, Doofkopf. Na also. Los, Granatenäumel. Ist das alles, was du kannst? Tja, damit gleichen wir uns. Habe ich noch eine Granate? Ja. Gut. Die Geschütze. Ah ja. Warum habe ich damit nicht gerechnet, dass irgendwelche anderen Verteidigungssysteme kommen? Und dann die Vorus. Moin. Was bist denn du? Ah, den Bonus habe ich ja gar nicht gesehen. Jetzt aber. Was? Noch mehr? Tja, da fliegt die Rübe. Tja, selber schuld. Und ein Arm rollt da schön seelenruhig vorbei. Uiuiui. Aber er zeigt mir Daumen nach oben. Danke. Ups, das hätte ich wahrscheinlich nicht machen dürfen. Aber was tut man nicht alles, wenn man sein Ziel erreichen will? Das war's. Gibt nichts zum Hacken. Oh, na, ganz toll. Noch mehr sinnloses Geschütze hacken. Oh Gott. Auch noch zwei von der Sorte. Oh, wenn ich nicht nur so
beschämt schlecht schießen würde. Also. Und wo sind die Vorus? Okay, wo sind die nächsten? Das hätte ich nicht sagen dürfen. Gott, M. Jetzt auch noch mit Granaten. Das kann nicht euer Ernst sein. Gut, immer vor und zurück, vor und zurück. Und wo sind... Ich glaube, ich sollte dieses Gewehr nachher mal ablegen, damit ich ein anderes Sturmgewehr der Vorus klauen kann. Der Vorus. Wo ist das Geschütz? Da. Danke, dass du mir Bescheid sagst. Ach, nicht euer Ernst. Ich muss dringend mein Gewehr wechseln. Oh, du Depp. So, wollen die mir gerade sagen, dass da noch ein Gewehr ist? Nein. Ein Vorus. Die sind ja deutlich... Wow, will der hier noch eine halbe Stunde sinnlos drauf rumballern? Natürlich will er. Los, komm doch. Versage. Aha, die Kanonen und die Vorus wechseln sich ab. Denke ich zumindest. Gibt es noch ein paar mehr Vorus? Oder können wir uns jetzt wieder mit irgendwelchen Geschützen balgen? Wahrscheinlich gibt es hier noch mehr von diesen Dingern. Mhm. Na, das tötet mich. Und wie viele leere Vorusrüben wollen noch davon fliegen? Okay, Lockdown lifted. Exit to the far left. Mehr als genug. Geht doch. Auf jeden Fall. Da segelt ein Arm. Und ein halb getarnter. Irgend so ein mieser Typ jedenfalls. Na komm, 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 komm. Na? Ist das sein Kopf oder sein Herz? Ist auch egal, was das ist. Ach, ich hab das schon wieder. Ich dachte, hier wäre noch ein paar Schrott. Irgendwelche von diesen Granatwerferäumeln. Nö, das behalte ich. Gut. Na also, man muss sie töten, während sie spawnen. Sprengladung. Ich sprenge gerne. Gut. Oder nicht gut. Manchmal kommen die mir extra zäh vor. Oder ich bin einfach nur ein miserabler Schütze. Gut. Im Nahkampf immer auf meine treue Betsy verlassen. Ja. Wer nennt seine Waffe alles Betsy? Na los, ab damit in die Kommentare.
Junge, Junge, was ist denn hier nur los? Junge, 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 das ist nun mal der Krieg. Das war aber nichts, Feigling. Immer schön wegrennen. Tja, und dann hat deine Überreste hier lang laufen lassen. Herumliegen lassen. Nicht sehr hygienisch, weißt du? Aha, das müssen wohl Vorus-Paneele sein. Ich glaube, die hassen quadratische Formen, oder? Oder waren sie einfach nur besoffen? Hm. Wo hat er die auf einmal her? Naja, das war's mit diesem Level und ich denke mal, damit belasse ich es erst einmal. Und keine Ahnung, was Feindarbeiter sind. Geschütze. Oh. Wisst ihr, ist es übrigens schon ziemlich lange her, dass wir zuletzt einen Bossgegner hatten. Ich fürchte, demnächst müsste einer kommen. Alienarbeiter sind nicht feindselig. Ui, ui, ui. Na dann müssen wir hier halt langlaufen. Komm, komm. Hui, Gott. Eieieiei. Laufen, laufen, laufen. Ich glaube ernsthaft, das Spiel will mich verarschen, wenn ich die Vorus getötet habe. Hm. Triple Kill. Ist jetzt Ruhe? Da ist jedenfalls noch so eine Made. Na komm, zeig dich. Naja, nachher erst. Ich denke mal, in dieser Folge darf ich so oder so genug herumschnibbeln. Das soll es dann auf jeden Fall erst einmal gewesen sein. Wir schließen hier an dieser Stelle. Und deshalb sage ich euch, bis dahin und tschüss.